Ist dein Fleischschwanzen-Rago eigentlich vegan? Vegan? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Das ist Fleischschwanzen-Ragout. Fleisch! Wanzen! Natürlich ist das nicht vegan. Wenn du was Veganes willst, geh Gras fressen. Aber beschwer dich nicht, wenn dir mein Meisterwerk dann fehlt. Vegan! Heute geht's mal nicht um VR, sondern um ein spannendes Experiment, das uns schon längere Zeit beschäftigt. Wie ihr wisst, arbeiten wir ganz stark darauf hin, Gothic immer realistischer und immersiver hinzubekommen. Dabei haben wir uns die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn die Charaktere aus Gothic sich tatsächlich wie echte Menschen unterhalten könnten? Wir möchten nicht nur geskriptete Antworten auf vordefinierte Fragen erhalten, sondern mit unseren liebsten Gothic-Charakteren über Gott und die Welt sprechen. Und das natürlich basierend auf ihrer ganz individuellen Persönlichkeit und ihrer Geschichte. Wir haben dazu eine KI mit Gothic-Dialogen und Walkthroughs trainiert. Und die ersten Gespräche sehen recht vielversprechend aus. Das Feature ist zwar noch nicht ins Spiel eingebaut, wir können uns aber schon fleißig mit den Bewohnern des Minentals unterhalten. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Wahrscheinlich hast du recht, wenn du meinst. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. War doch klar, dass das Ärger gibt. Wer kümmert sich eigentlich um die Klos im alten Lager? Das riecht ganz schön abartig. Ach, die verdreckten Klos? Darum kümmert sich hier keiner. Wir Butler haben schon genug Scheiß am Hals mit der ganzen Schufterei in den Minen. Aber Hauptsache Gomez und seine Speichelecker leben in Saus und Braus. Um die Klos soll sich gefälligst jemand anderes kümmern, wir haben schon genug Dreck am Stecken. Du wagst es, mich nach meinen privaten Angelegenheiten zu fragen, du Wurm? Mein tägliches Klo-Ritual geht dich einen Dreck an. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, es ist so prunkvoll und aufwendig, wie es sich für den obersten Erzbaron gehört. Jetzt verschwinde, bevor ich die Wachen rufe. Welcher Zauberspruch, denkst du, ist der mächtigste? Der mächtigste Zauberspruch? Eine interessante, aber naive Frage. Wahre Macht liegt nicht in einzelnen Sprüchen, sondern im Verständnis der tieferen Zusammenhänge der Magie. Wenn du wirklich nach Macht strebst, musst du bereit sein, verbotenes Wissen zu ergründen und die Grenzen des Bekannten zu überschreiten, so wie ich es getan habe, als ich den Kreis des Feuers verließ, um die dunklen Künste zu studieren. Welches Trauma in deiner Kindheit hat dich zum Nekromanten werden lassen? Ich habe keine Zeit für solch belanglose Fragen über meine Vergangenheit. Meine Kindheit ist völlig irrelevant für die gewaltigen Bedrohungen, denen wir uns jetzt stellen müssen. Konzentriere dich lieber darauf, wie wir den Schläfer und die Armeen der Finsternis aufhalten können, anstatt dich mit nutzlosen Fragen über meine Jugend aufzuhalten. Welche Gespräche würdet ihr gerne mit den Charakteren aus dem Gothic-Universum führen? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr Diego oder Xardas schon immer fragen wolltet und wir lassen unsere Gothic-KI antworten. Kommt auch gerne auf unseren Discord-Channel. Wir freuen uns auf euer Feedback.